Guten Tag, liebe Zuschauer, guten Tag, liebe Kinder. Herzlich willkommen zu unserer ersten TV-Sendung Achtung, Klassik für Kinder. Wir freuen uns sehr, dass wir heute so viele Kinder im Publikum haben und wünschen euch ganz viel Spaß. In unserer Sendung werdet ihr ganz viel klassische Musik hören, Instrumenten schnuppern und talentierten Nachwuchs kennenlernen. Es ist bekannt, wenn man ein Musiker sein möchte, dann muss man nicht nur talentiert, sondern auch ganz fleißig sein. Und deswegen an dieser Stelle laden wir ganz herzlich talentierte Kinder zu uns ins Studio ein und werden erfahren, wie deren Tagesablauf aussieht, ob das hart oder leicht, so früh den Beruf zu lernen. Und wir werden auch ganz gerne die Meinung von erwachsenen Musikern hören. Wir haben heute zu Gast Helen Ünlü, talentierte Geigerin aus Hamburg, die schon ganz viele Preise gewonnen hat, und Friederike Haufe, renommierte Pianistin und erste Vorsitzende bei DTKV Hamburg. Hallo. Hallo. Ja, hallo Helen, wir beginnen mit dir heute. Also kannst du bitte uns erzählen, wann hast du ersten Geigenunterricht bekommen? Ich war da 4 Jahre alt, ja. Und erinnerst du deinen ersten Geigenunterricht? Ja, ein bisschen noch. Also ich bin angekommen und dann habe ich geklingelt und meine Geigenlehrerin hat auch einen Hund gehabt. Und dann ging ich da rein, habe erst mal einen Schreck bekommen und bin auf meine Mama gesprungen. Ja, und dann bin ich reingegangen und dann hatten wir normalen Unterricht und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wer hat erkannt, dass du so begabt bist, musikalisch? Also hauptsächlich meine Lehrerin und danach auch meine Eltern. Und, ja. Und warum bist du zur Geige gekommen? Meine Geschwister hatten früher auch Geigenunterricht gehabt. Und dann haben sie aufgehört und dann wollten meine Eltern es nochmal bei mir versuchen, ob ich spielen möchte. Und wie viele Jahre insgesamt spielst du schon? 6 Jahre. 6 Jahre. Spielst du auch noch ein Instrument? Ja, ich spiele noch Klavier. Und sag mal, in welche Schule gehst du, in welche Klasse? Ich gehe jetzt aufs Gymnasium Grothmer und bin in der 5. Klasse. Und wissen deine Lehrer und deine Mitschüler, dass du so toll Geige spielen kannst? Ja, ich habe schon mal im Musikunterricht Geige vorgespielt. Und fanden deine Schulkameraden das toll? Ja. Ja. Sag mal, wie sieht dein Tagesablauf aus? Normalerweise. Normalerweise. Ich habe ja Hobbys und die gehen mir dann eben halt in die Woche. Aber, also... Übst du fleißig? Ja. Ja. Wie viel Mal in der Woche hast du Musik? 2-mal und manchmal auch 3-mal. Ja, sehr schön. Und hast du Lieblingsfächer in der Schule? Ja, Deutsch, Englisch und Mathe. Ja, und du bist bestimmt ganz gut. Ja. Ja. Und wie schaffst du das, 2 Instrumente zu spielen und ganz gut in der Schule sein? Was motiviert dich? Also, mich motiviert die Musik, aber ich muss ja auch gut in der Schule sein. Zum Beispiel, wenn ich Arbeiten schreibe, dann konzentriere ich mich erstmal auf die Schule. Aber ich muss ja auch meine Instrumente spielen. Die spiele ich dann aber, zum Beispiel, ich spiele einen Tag nicht. Und das dann in der Woche hole ich dann nach die Stunden wieder. Und das funktioniert dann ganz gut. Und ich habe auch einmal in der Woche frei. Und das ist dann, reicht dann auch für mich. Ja. Und sag mal, wer in der Familie unterstützt dich am meisten beim Musizieren und zum Musikunterricht vielleicht? Gehen. Meine Mutter. Ja, sie fährt dich ganz gerne. Ja. Ja, so. Und sag mal, du hast noch andere Hobbys, ja, wahrscheinlich. Ja? Du hast etwas gebracht heute. Ja, ja. Mein Bild, das habe ich auch immer Unterricht gehabt. Also ich gehe jetzt zum Malunterricht, zum Ballett und jetzt im Klavier eben halt. Und Englischunterricht habe ich auch extra. Und eben halt Geigenunterricht. Ja, findest du das anstrengend oder geht alles leicht bei dir? Nein, das ist überhaupt nicht anstrengend, finde ich. Wie schon gesagt, ich habe auch mittwochs immer frei, also einen Tag in der Woche. Und da kann ich mich
immer mit meinen Freunden treffen und das reicht auch vollkommen für mich. Mhm. Und sag mal, spielst du gerne Konzerte? Ja, sehr gerne. Was für ein Gefühl hast du auf der Bühne, wenn du auf die Bühne kommst? Also wenn man raufgeht, ist man aufgeregt. Aber wenn man anfängt zu spielen, dann geht's auch wieder und dann ist man nicht mehr so aufgeregt wie davor. Ja. Wir wissen auch, dass du gerade beim Landeswettbewerb ersten Preis bekommen hast, sogar mit 25 Punkten. Ja, das ist eine tolle Leistung. Und sag mal, ja, alle sind aufgeregt, das ist ganz positiv auch. Ja. Also, aber wie hältst du das im Griff? Ja, also, also ich weiß nicht, wie das geht, aber auf jeden Fall, ich schaffe das irgendwie. Ich finde das aber, so aufgeregt bin ich auch nicht immer. Also. Sehr schön. Möchtest du vielleicht heute für uns etwas vorspielen? Ja, also ein Akulei-Konzert, zweiter Satz, erster Satz, A-Moll. Ja, vielen Dank, dann hören wir. Das war ganz toll und vielleicht unsere also Frau Haufe kann auch etwas dazu sagen. Wie sieht sie ihre Leistung, deine Leistung auch? Frau Haufe, was sagen Sie dafür? Also ich gratuliere dir. Ich weiß ja, was das bedeutet, die Geige zu nehmen und einfach loszuspielen. Und was ich jetzt von dir gehört habe in dem Gespräch, hast du sowieso sehr gute Voraussetzungen, weil du einfach entsprechend unterstützt wirst. Weil du, genau, und das ist einfach auch wichtig. Und ich denke, Aufregung, sowas kommt dann später. Also das ist im Moment noch nicht das Alter.
Da wird sich das dann auch zeigen, wie die Nerven sind. Aber im Moment ist das diese kindliche Freude einfach, die da ist. Und eine Kleinigkeit, die sage ich dir am Schluss, da siehst du im Gesicht so ganz gelöst aus und es macht dir Spaß. Und das kannst du in der nächsten Zeit mal drauf achten, dass wenn du vorspielst, das ist nämlich das Gemeine bei uns Musikern, wir müssen immer so tun, als ob es ganz leicht ist, obwohl alle Musiker wissen, wie schwer es ist. Ja. Ne? Und dass du dann ein bisschen entspannteres Gesicht haben kannst. Mhm. Aber super. Danke. Gratuliere. Ja, das war gerade das Thema, das Frau Haufe sehr gerne, also als Projekte auch leitet. Ja, also Frau Haufe ist nicht nur eine wunderbare Pianistin, auch erste Vorsitzende bei DTKV Hamburg. Können Sie bitte uns erzählen, was das ist, vielleicht für die Kinder? Der DTKV ist der Deutsche Tonkünstlerverband. Hat nichts mit Keramik zu tun, sondern mit Klang. Der Deutsche Tonkünstlerverband ist der älteste und größte Berufsverband für alle Musikerberufe. Ja, und Sie haben gerade so ein paar Tipps, Helen, gegeben, also wie man sich auf der Bühne präsentiert und so weiter. Also dieses Thema entwickeln Sie auch ganz, ganz gerne. Also können Sie vielleicht etwas erzählen? Ja, ich bin tatsächlich Coach, vor allem für Künstler und Kreative. Helen ist jetzt noch nicht so das Alter, was zu meiner Klientel gehört. Das beginnt später. Ich würde sagen, roundabout der Pubertät fängt das an, dass man sich eben Gedanken über das eigene Ich macht und was will ich wirklich und so weiter. Mhm. Und was ich aber jetzt bei Helen natürlich gemerkt habe, ist, ich habe eben durch viele Jurorentätigkeit entsprechend die Ohren, dass ich natürlich immer irgendwas dazu sagen kann, auch wenn die Kinder noch jünger sind. Ja, und sagen Sie natürlich für alle, es ist sehr, sehr interessant, wo haben Sie Ihre musikalische Ausbildung bekommen, wann haben Sie angefangen mit dem Klavierunterricht, also Kinder möchten das gerne wissen. Ja, also ich habe meinen Eltern so lange in den Ohren gelegen, bis sie mir endlich Klavierunterricht besorgt haben. Und zwar hatte mein Vater damals den großen Flügel seines Onkels geerbt, als der starb. Wir lebten in Göttingen, der Onkel war aus Hamburg, der Flügel kam aus Hamburg. Der Flügel war so, dass jede normale Familie gesagt hätte, das geht nicht in unser Haus, wir wollen so einen Flügel nicht. Und da stand er nun aber und ich schlief abends damit ein, dass mein Vater Pathétique und Schubert en Pointus, so das war so das Level, spielte. Und ich beschloss, ich will das auch. Aber nein, wie das so ist, mein großer Bruder kriegte den Klavierunterricht. Der wollte aber gar nicht. Dann habe ich so lange rumgemeckert und natürlich immer gespielt. Ich werde auch nie vergessen, wie fasziniert ich war. Du schlägst eine Taste an und die daneben klingt ein bisschen höher. Ich habe also ganz viel rumprobiert. Und außerdem hatte ich eine Mutter, die Musikliebhaberin ist. Und die hat immer voll mit einem riesen Tonbandgerät und einer großen Musiksammlung das ganze Haus beschallt, den ganzen Tag. Also war ich voll von Musik. Und das ist, glaube ich, genau die Voraussetzung, die da sein müssen, dass man mit der klassischen Musik wie Muttermilch sozusagen aufwächst. Ja, also kann man sagen, dass die ganze Familie hat ihre musikalische Ausbildung und musikalisches Leben unterstützt. Auf jeden Fall. Ich musste mal nicht Tisch decken, weil ich ja üben musste. Und wenn ich zu meiner Großmutter ging, hat die gesagt, jetzt üb erst mal und danach spielen wir. Aber das war eben die Kinderzeit und dann hatte ich natürlich auch früher Erfolge mit Jugendmusiziert und irgendwelchen kleinen Konzerten und so weiter und bin dann als Jungstudierende an die Musikhochschule Bremen gegangen zu einem damals sehr renommierten Pianisten, der für neue Musik damals der gefragte Mann war, also Stockhausen, Boulez, Nono, die kannten den alle und wollten, dass er seine Sachen spielte, der heißt Bernhard Wambach und da habe ich dann die Unterstützung bekommen, was ich auch für sehr wichtig finde, wenn ich Schönberg oder was Modernes höre, höre ich es mit dem gleichen Genuss wie Bach und Beethoven. Das heißt, es ist einfach eine Frage, wie öffnen sich die Ohren? Eine Frage der Gewohnheit und des Offenseins und des Lernens, neue Musik zu hören. Und da war ich eben Jungstudierende, weil meine Eltern wollten, dass ich Abitur mache. Ich durfte also nicht 10. Klasse abbrechen und an die Hochschule gehen. Ich war da später drüber dankbar, weil plötzlich in der Hochschule man auch heutzutage erst recht irgendwelche Hausarbeiten schreiben muss. Und wenn man nie in der Oberstufe 4 Stunden mal an der Klausur gesessen hat, weiß man gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich zunächst in Köln bei einem sehr renommierten Pianisten, auch für moderne Musik begonnen, bei Alois Kontarski.
Der ist dann aber leider sehr krank geworden und ich musste da weg. Es war nicht klar, ob er überhaupt je wieder unterrichten würde. Bin dann an die Musikhochschule Lübeck gegangen. Und ja, und dann habe ich mich sehr früh schon während des Studiums spezialisiert. Das ist auch eine Sache, die heute wichtiger denn je ist. Es geht gar nicht mehr so darum, diese ganze riesige Repertoirebreite in allem zu können. Ich war dann sehr interessiert in Komponistinnen. Ich habe dann ganz viel Alma Mahler, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn gespielt. Und dann mich für Liedbegleitung immer sehr interessiert. Mhm. Und sehr intensiv lange Liedbegleitung gemacht. Das ist wahrscheinlich auch gute Ausbildung für die Ohren, ja? Also, auf jeden Fall, über den Text zu gehen. Ja, und dann wegen musikalischem Werdegang irgendwann, inzwischen bin ich im Klavierduo unterwegs. Ja. Also ich bin dann ein bisschen aus Versehen zum Klavierduo-Spiel gekommen. Also Sie sind beruflich sehr aktiv, aber wie schaffen Sie so viele Tätigkeiten zu kombinieren? Erster Vorsitzender, Pianist, Konzertpianisten, Pädagogen, also ein Coach, ja, also wirklich so viele Projekte. Wie schaffen Sie das? Mhm. Ich glaube, also manchmal weiß ich es selber nicht und ich glaube mit Leidenschaft. Also ich habe diese Gabe, dass ich immer das, was ich im Moment tue, wirklich leidenschaftlich tue und das andere ausklammer. Ich komme mir dabei immer ein bisschen vor wie jemand, der mal schnell in eine andere Rolle schlüpft. Und es gibt natürlich manchmal Momente, wo das dann so zusammenkommt. Neulich zum Beispiel kam ich von einer Konzertreise zurück und war in Wien auf dem Flughafen und ich lese, check meine Mails und ein Coachie von mir, die mir sehr am Herzen liegt, schreibt mir, dass es ihr gerade ganz schlecht geht. Schwupp, tauscht man die Pianistin mit der Supporterin und so weiter und ich schreibe ihr, pass mal auf, ich bin gerade auf dem Flughafen, ich rufe dich heute Abend noch an. Und so. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die Fähigkeit, dann überlappt es sich natürlich doch auch, aber es ist natürlich auch so, dass es auch eine Charakterfrage ist. Ich glaube, die Menschen sind sehr verschieden. Es gibt Menschen, die mögen sich gerne spezialisieren und machen eines so richtig. Und in unserer Gesellschaft ist das auch fast mehr anerkannt, weil man natürlich auch oft sagt, die macht ja nichts richtig. Die macht ja alles, das geht doch gar nicht. Ich würde sagen, nein, es gibt Menschen, die müssen so vielseitig sein. Ich glaube, ich würde mich langweilen, wenn ich nur Klavier spielen, nur unterrichten, nur coachen oder nur Verbandsarbeit machen würde. Also Ihre musikalische Beruf, das ist für Sie nicht nur Berufung, sondern Bereicherung wahrscheinlich, ja? Also Sie bekommen ganz viel Energie zurück, ja? Also von allem, was Sie machen. Auf jeden Fall. Und das ist auch immer viel mit den Menschen natürlich. Ja. Aber trotzdem, welche Tätigkeit liegt Ihnen besonders nah? Ich glaube immer die ich jeweils tue. Also wenn ich jetzt ganz tief in mich gehe, dann liegt mir vielleicht nicht eine Tätigkeit nah, sondern eine Mission. Ich bin irgendwie, oder ich will immer was verbessern in der Welt. Ich bin vielleicht eine unverbesserliche Weltverbesserin. Also durch meinen Verband versuche ich wirklich, unseren Berufsstand zu erhalten und den Musikern bessere Bedingungen zu erkämpfen. Wenn ich coache, dann geht es wirklich meist um junge Musiker, wo ich ein Riesenpotenzial sehe und ich will denen die psychische Stärke geben, dass sie das durchhalten. Wenn ich Musik mache, nun mache ich auch noch viel verfemte Komponisten, das heißt, es sind Komponisten, die während der Nazizeit verfolgt oder sogar ermordet wurden, dann geht es sogar darum, dass ich diese Musik endlich den Leuten an die Ohren bringen will. Also es ist eigentlich immer so, dass ich ein Anliegen habe, was ich transportieren muss. Ja, das ist sehr interessant. Und Sie reisen ganz gerne. Und ich habe gelesen, nach Israel. Also hat das besonderes Grund, dass Sie nach Israel, also vielleicht mit politischer Lage, hat das etwas zu tun? Ja, das ist Israel. Also die Gründe, nach Israel zu gehen, sind genauso vielschichtig wie die Frage, die Sie jetzt schon stellen, auch ist. Das erste Mal in Israel haben wir uns tatsächlich sehr zwischen die Stühle gesetzt, weil wir sowohl in Israel im Mutterland, damals in Elternheim, die nennen das wirklich Parents Home, was ich total bezaubernd finde, statt hier immer das Wort Altenheim. Also die Leute leben und wir wollten denen sozusagen ihre europäische Musik dorthin bringen. Da gab es nur Klaviere, keine Flügel, also haben wir uns Repertoire ausgesucht, was am Klavier geht und sind gleichzeitig vor der zweiten Intifada auch in die palästinensischen Autonomiegebiete und haben da Konzerte gegeben. Und damit saßen wir zwischen allen Stühlen. Aber Israel in Wirklichkeit hat einmal den Grund, dass ich mich mit der verfemten Musik beschäftige. Das heißt, es hat immer mit der deutschen Geschichte zu tun. Also Israel ist für mich deshalb bedeutend, weil dieser Staat gegründet wurde aufgrund der deutschen Geschichte wahrscheinlich. Und das Zweite ist was sehr Persönliches und sehr Berufliches. Ich habe meine letzte wirklich großartige Lehrerin dort gehabt. Ich bin also auch mehrere Jahre immer mal wieder
ich sag mal salopp, für ein Wochenende nach Jerusalem, um so eine Supervision zu bekommen. Denn das war Edith Kraus, die ist im 2013 hundertjährig gestorben. Die war die bedeutendste Pianistin in Theresienstadt im KZ. Und die hat vorher bei Arthur Schnabel in den 20er Jahren als ganz junges Mädchen mit 14 oder so studiert. Und die konnte noch sagen, Schnabel hat jetzt gesagt. Und das war also so, es war ein bisschen komisch, dass man in den Orient reisen muss, um europäische Dinge zu lernen, aber so war es. Ja, wir haben ganz viele Kinder hier im Publikum und ich weiß, dass sie alle sind Musiker. Sagen Sie, hat jedes Kind potenziell eine Chance, also Musiker zu werden, oder muss man bestimmte Fähigkeiten oder menschliche Züge haben dafür? Das ist eine sehr interessante Frage. Das Erste haben Sie tatsächlich am Anfang unseres Zusammentreffens schon gesagt, der Fleiß. Diesen Fleiß kann ich sogar noch anders untermauern. Es gibt natürlich amerikanische Studien eines Psychiaters und Neurologen, der untersucht hat, warum gibt es Menschen, die Meister werden. Auch in der Musik haben wir dieses Wort Maestro. Und da kommt doch raus, dass Talent und alles eins ist, aber der hat so eine magische Zahl von 10.000 Stunden zwischen dem Beginn und dem 20. Lebensjahr am Instrument oder am Baseball oder auf der Eisbahn zu verbringen. Der nimmt nicht nur Musiker, der nimmt alles. Alles, was Berufe sind, die, wie Sie auch so richtig gesagt haben, schon in der Kindheit beginnen. Mhm. Wir üben ja einen Beruf aus, den haben wir ab Kindheit studiert und nicht erst, jetzt entscheide ich mich mal für Medizin. Mhm. Und dann, das andere ist wahrscheinlich aber die Leidenschaft für Musik. Also fleißig werden hat Sinn. Fleißig sein ist ein... Bitte hören, also üben jeden Tag. Fleißig sein ist ein Muss. Dieses muss aber lustvoll geschehen, wie es bei Helen den Eindruck macht. Es darf also nur Zwang... ist, glaube ich, nicht zielfördernd. Und irgendwie Musik, es muss irgendwie, Musik muss ganz wichtig sein. Ja. Wo wir wieder bei Ihrem Wort der Berufung sind. Das ist natürlich eigentlich das Schönste, wenn ich einen Beruf ausübe, der meine Berufung ist. Ja. Wir haben heute zu Gast unsere Kinder aus dem Verein Klassische Musik und Kultur für Kinder e.V. Und sie möchten auch gern Ihnen einige Fragen stellen. Sehr gerne. Deswegen, ich lade jetzt ganz gerne alle Kinder zu uns. Mhm. So, hallo Kinder. Hallo. Ja. Habt ihr Platz? Da sind einige, die heute auch spielen für uns. Ja, und? Ja, hallo Milana. Hallo. Frag dein. Wann war das erste Mal, mit wie vielen Jahren war das erste Mal, als Sie auf der Bühne standen? Ich glaube, 7 war ich. Mhm. Gib Mikrofon weiter. Was ist das Lieblingsstück von ihr, von Sie? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also, vielleicht von Schönberg, Verklärte Nacht, sage ich jetzt ganz spontan. Ja. Mit wie vielen Jahren haben Sie denn angefangen, Klavier zu spielen? Naja, da war ich fast 6. Ah, okay. Mhm. Wer ist Ihr Lieblingskomponist? Robert Schumann. Mhm. Wie viele Stunden üben Sie? Ich übe heutzutage nicht mehr so viele Stunden. Ich habe, als ich jung war, ich habe ab meinem 13. Lebensjahr jeden Tag alleine 2 Stunden Technik über 4 Jahre gemacht und dann erst die Musik sozusagen. Ich übe heute nicht mehr so viel, weil ich davon immer noch profitiere und weil ich ja so viel anderes mache. Aber ich versuche schon, dass ich jeden Tag am Klavier verbringe und das auch mehr als eine Stunde. Und wenn ich dann Konzert habe, dann muss ich ranrauschen. Dann muss ich mal wieder irgendwie 6 Stunden, 3 Wochen lang üben oder so. Sind Sie aufgeregt, wenn Sie auf die Bühne gehen? Aber natürlich. Weißt du was? Ich habe genau die nötige Menge Adrenalin, um gut zu sein. Weil ohne Adrenalin wäre ich auch schlecht. Was ist Ihr lieblingste Tier? Haustier? Katze. Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen, wirklich professionelle Stücke zu spielen? Also Stücke, die sehr schwierig sind. Ich weiß schon, was du meinst. Ich gucke nur so, weil ich darüber nachdenke. Naja, ich denke, spätestens ab 12. Ja, also vielen Dank. Ich glaube, Kinder sind begeistert, dass so eine renommierte Pianistin die Fragen beantwortet hat. Also Ich denke, Sie haben auch wahrscheinlich Wünsche für die Kinder, für die Zukunft, für ihr musikalisches Leben. Können Sie jetzt was wünschen, bevor wir die Sendung leider
Ich wünsche mir, dass ihr bei allem, was hier jetzt auch so nach Arbeit und Professionalität geklungen habt, dass ihr in der Musik was findet, womit ihr euch ausdrücken könnt und was euch ganz viel Spaß macht und wo ihr sozusagen auch dazu da seid, eure Persönlichkeit den anderen zu zeigen. Man hat einfach eine Sprache ohne Worte, mit der man ganz viel sagen kann, wenn man musiziert. Ja, ich habe natürlich an euch ein paar Fragen. Ihr seid doch Mitglieder in einem Verein Klassische Musik und Kultur für Kinder e.V. Ja? Der Verein tut ganz viel, Konzerte, Veranstaltungen, Projekte. Aber ich weiß, dass einige von euch sind in einem Projekt zusammen verbunden. Ja? Wer kann sagen, was für ein Projekt ist das? Wo spielt ihr zusammen, Alexander? Na? Wir spielen Solo und in Ensemble. Ja, Ensemble. Und wie heißt euer Ensemble? Klassiksternchen. Klassiksternchen. Ja, und sagt ihr, spielt ihr nur im Ensemble zusammen oder vielleicht trifft ihr euch außer Musikstunden? Naja, also vielleicht mal. Vielleicht mal schon. Also, ja, und Kinder, habt ihr auch vielleicht neue Freunde gefunden durch Musizieren? Ja, also wir sind beste Freunde und wir treffen uns fast jede Woche einmal. Ja. Und spielt ihr nur Konzerte? Nö, nicht unbedingt. Also Wettbewerbe spielen wir auch. Mhm. Und erzählt mal bitte, habt ihr Erfolg gehabt schon bei einem Wettbewerb? Ganz, ja. Also wir haben ersten Platz mit Auszeichnung bekommen. Ja, wo war das? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ja, wer von euch weiß? Ne? Hamburger Instrumentalwettbewerb. Ja, das war ganz klasse. Kinder, und vielleicht könnt ihr sagen, vielleicht spielt ihr für uns heute noch ein Stück. Ja. Ja, gerne. Und was für ein Stück wäre das? Polka vom Schostakowitsch. Ja, sehr schön. Also, ich gebe Mikro dann zurück. Wir hatten heute zu Gast Helen Ünlü, eine sehr, sehr begabte Geigerin aus Hamburg, und wir wünschen Helen natürlich viel Spaß am Musizieren weiter. Wir hatten eine renommierte Pianistin zu Gast, die hat uns wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählt, ja, wie man sich als Musiker präsentiert, also Beruf Musiker ist sehr vielfältig, ja, also ihr könnt sich entscheiden für pädagogische Tätigkeit und so weiter, ja, so, also ihr müsst überlegen, was ihrem Herz so nahe liegt, ja, und natürlich, also unsere Sendung geht zu Ende irgendwann, aber für gute klassische Musik haben wir immer Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich, vielen, vielen Dank, und wir hören jetzt Polka von Schostakowitsch. Thank you.
Vielen Dank, Kinder. Viel Erfolg. Und bis zum nächsten Mal bei klassischer Sendung Achtung, Klassik für Kinder. Tschüss. Tschüss.